Wut, einfach nur Wut und Hilflosigkeit, man kann nichts machen. Man kann einfach nichts machen. Diese Gefühle teilen wohl derzeit die Gartenbesitzer in der Sparte an der Friedrichshafener Straße. Am Montagmorgen zeigte sich das ganze Ausmaß des Brandes im Wirtshaus Nordstern im Leipziger Stadtteil Mockau. Gegen 1 Uhr nachts hatte das Gartenrestaurant in Flammen gestanden. Wir haben natürlich sofort den Löschangriff vorbereitet, mussten uns aber allerdings zunächst gewaltsam Zugang zum Objekt verschaffen. Derzeit kann man sagen, dass es zentral in der Gaststätte sicherlich ausgebrochen ist, aber was da genau gewesen ist, müssen die polizeilichen Ermittlungen dann ergeben. Es ist keiner verletzt worden, es befanden sich auch keine Personen im Objekt. 10 Fahrzeuge und 34 Feuerwehrleute waren bis 3 Uhr mit der Löschung des Brandes beschäftigt. Am Montagvormittag nahm die Leipziger Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.